Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen unter Ihnen zu sein. Und das wünsche ich Ihnen, dass, jetzt geht's, gell? Wünsche ich Ihnen, dass es so weitergeht, aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, dass die Gemeinde auch im Glauben wachsen darf. Ich möchte heute Morgen mit uns einige Verse betrachten aus dem Titusbrief, dem zweiten Kapitel, die Verse 11 bis 14. Da schreibt Paulus, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Gnade. Wie sieht es damit aus in unserer Welt? Max Frische hat ein Drama geschrieben, Andorra. Ganz kurz, darin berichtet er, wie in einer schönen, weißen Stadt ein Junge an den Vorurteilen der Menschen zugrunde gegangen ist. Und dann zieht er das Fazit und sagt, Gnade ist nur ein Gerücht. Also Gnade gibt es nicht. Gnade ist eine Illusion, etwas, was uns vorgaukelt, aber gibt es nicht. Hat er recht? Wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann hat er recht. Um was geht es in dieser Welt? In dieser Welt geht es um Verdienst und um Vergeltung. Man muss sich alles verdienen. Und da gibt es manche Menschen, die können sich nichts mehr schenken lassen. Die meinen immer, man muss verdienen, man muss es wieder zurückzahlen. Also Gnade, Geschenk, gibt es in dieser Welt? Und auf der anderen Seite Vergeltung. Das, was wir tun, müssen wir büßen. Das wird vergolten. Das wird zurückgezahlt. So sieht es in dieser Welt aus. Das Prinzip der Vergeltung. Was du getan hast, das musst du einstecken. Das wird dir heimgezahlt. Und doch, wir sind doch alle auf Gnade angewiesen. Wie nötig brauchen wir Gnade? Und doch gehen wir oft gnadenlos mit anderen um. Ist die Gnade da? Gibt es Gnade? Gott sei Dank. Unser Text sagt uns heute Morgen, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Gnade ist nicht nur ein Gerücht, sondern Gnade hat sich erfüllt. Die Gnade ist erschienen, sie ist sichtbar, sie ist greifbar geworden in Jesus Christus. Jesus ist die personifizierte Gnade Gottes. In diese gnadenlose Welt schenkt Gott seine Gnade hinein. Gnade ist ein zentraler Begriff in der ganzen Bibel. Nicht nur im Neuen Testament,
sondern auch im Alten Testament ist von der Gnade Gottes die Rede. Wir haben es gehört aus Psalm 103, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und so stellt sich Gott selber dem Mose vor. Gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es war mir sehr wichtig, als ich gelesen habe, ich habe es nicht gezählt, ich habe es nur gelesen, dass im Alten Testament das Wort Gnade, was meint er, wie viel Mal vorkommt? 190 Mal das Wort Gnade. Viele meinen, im Alten Testament ist Gott der Richtende, der immer verurteilt, der zur Rechenschaft zieht. Nein, auch im Alten Testament wird von der Gnade Gottes geredet. Sie ist da. Gott ist der gnädige Gott. Und im Neuen Testament, gut, es ist kleiner als Alte, aber da finden wir es 155 Mal, dieses Wort Gnade. Und allein bei Paulus 100 Mal in seinen Briefen. Die ganze Bibel ist voll von der Gnade. Sie spricht von der Gnade Gottes. Was ist Gnade? Das deutsche Wort bedeutet Zuwendung. Es bedeutet Huld. Gott ist der, der sich uns zuwendet. Gott ist der, der uns seine Huld schenkt. Gnade ist nicht begrenzt. Gnade kommt von Ewigkeit und geht in die Ewigkeit hinein. Die Gnade ist immer für uns da. Gottes Gnade. Und Paulus, er gibt der Gnade so ein ganz besonderes Gewicht. Und er sagt von seinem Leben, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an meinem Leben. Seine Gnade hat mein Leben verändert. Wer bekommt Gnade? Gnade bekommt der schuldig gewordene. Im ganz natürlichen Leben ist es so, wenn einer verurteilt wird, dann erst, wenn er das Urteil angenommen hat, kann er ein Gnadengesuch stellen. Wer meint, er hat Recht und wer Revision einlegt, der bittet nicht um Gnade, sondern der bittet um sein Recht. Gnade empfängt der, der seine Schuld anerkannt hat, der sich zu seiner Schuld stellt. Gott will uns seine Gnade schenken, aber wir müssen Ja sagen zu dem Schuldspruch Gottes. Ich weiß nicht, was Sie erfahren werden, wenn Sie mal Ihren Nachbarn oder Ihrer Nachbarin sagen, du brauchst Gnade. Was werden die sagen? Gnade habe ich doch nicht nötig. So ist das Denken der Menschen. Ich brauche doch keine Gnade. Ja, wir werden erst offen für die Gnade Gottes in Jesus Christus, wenn wir unsere Schuld erkannt haben, wenn wir erfahren haben, dass wir vor Gott verloren sind und in die Nacht hineingehen, dann werden wir offen für Gnade. Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Gnade, die da erschienen ist? Und da schreibt uns Paulus, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Die Gnade heilt. Sie ist Balsam für Wunden. Ach, wie viele Menschen sind seelisch krank, sind von der Sünde krank gemacht. Ja, wir alle sind krank von der Fußsohle bis zum Scheitel. Wir sind alle über und über mit dem Aussatz der Sünde bedeckt. Und die Gnade heilt. Die Gnade bringt in Ordnung. Wie der David jubelt im Psalm 103, wo er sagt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Heilsame Gnade Gottes ist erschienen.
Die Gnade heilt die Wunden, die andere uns zugefügt haben. Die Gnade heilt auch die Wunden, die zugefügt worden sind durch Missbrauch. Die heilsame Gnade Gottes. Wir brauchen sie, jedes Einzelne. Und wir brauchen nicht auf sie warten, sondern Paulus sagt, sie ist erschienen. Die Gnade ist da. Die Gnade ist durch Jesus Christus in diese Welt gekommen. Wem ist sie erschienen? Allen Menschen. Von der Gnade Gottes ist keiner ausgeschlossen. Wer seine Schuld erkennt, wer sich unter seine Schuld stellt, der empfängt Gnade. Kann er sein, wer er will. Die Gnade gilt jedem Einzelnen. Da ist niemand ausgeschlossen. Als Jesus, die heilsame Gnade Gottes, erschien, da wurde es zuerst den Hirten verkündigt. Das waren Menschen, die auf der Seite standen, die verachtet waren, die manchmal auch gesetzlos gehandelt haben. Ihnen wurde es verkündigt, der Heiland ist geboren, die Gnade ist gekommen. Aber nicht nur diesen Menschen am Rande der Gesellschaft, sondern den Frommen, die heilig leben wollten und die auch nach Gottes Willen gehandelt haben. Da war der Simeon und die Hanna. Ihnen ist offenbar geworden, dass Jesus der Heiland ist. Und dann waren da noch die Reichen, die Vornehmen, die Gebildeten. Da waren die Weisen aus dem Morgenland, die erkannt haben, in diesem Kind ist die Gnade Gottes erschienen. Das ist die wunderbare Botschaft, die heute Morgen als Thema über unserem Text steht. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Gottes Gnade ist da für dich und für mich, für jedes Einzelne von uns. Ob unsere Sünde groß ist, ob unsere Sünde klein ist, ob wir noch ohne Jesus Christus leben oder schon 50, 60 Jahre in der Verbindung mit ihm. Die Gnade ist da für uns auch heute Morgen. Ein paar Gedanken. Das Erste, in Jesus begegnet uns die Gnade in ihrer ganzen Fülle. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Jesus ist die Person gewordene Gnade Gottes. Wir wissen dies, aber es ist wichtig, dass wir es uns immer wieder neu sagen lassen, dass wir es auch heute Morgen wieder neu hören. In Jesus begegnet uns die ganze Gnade Gottes. Und da zeigt uns Paulus, was Jesus für uns getan hat, wie seine Gnade aussieht. Da heißt zuerst, Jesus hat sich selbst für uns dahingegeben. Welch eine wunderbare Botschaft. Niemand hat es von ihm verlangt. Er hat es aus freien Stücken getan. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, hat seine göttliche Macht ausgezogen, ist Mensch geworden und hat sich den Angriffen der Versuchung des Teufels ausgeliefert. Er hat sich in die Hände der Menschen gegeben. Gottes Wort sagt uns, da er hätte Freude haben können, erachtete er das nicht für Freude, sondern nahm das Kreuz auf sich, hat sich für uns dahingegeben. Ist mir so wichtig geworden, Paulus schreibt im Römerbrief, im ersten Kapitel, dass die Menschen durch die Schöpfung Gott hätten erkennen können. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sie haben es abgelehnt. Und dann heißt es, darum hat sie Gott dahingegeben. Ein furchtbares Wort. Gott hat sie dahingegeben. Das ist Gericht. Und nun diese Botschaft. Jesus hat sich gegeben.
damit dieses Dahingegeben unseres Lebens aufgehoben werden kann, damit wir von Gott nicht mehr dahingegeben sind, sondern von Gott angenommen. Das ist seine Gnade. Er gibt sich hin für uns, er gibt sich ins Gericht, damit wir gerettet werden, damit wir Gottes Kinder werden. Und das nächste, Jesus hat uns erlöst, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Jesus hat uns erlöst. Und ich frage einfach, brauchen Sie Erlösung? Ach, wir sind doch frei, oder? Das Wort Erlösung kommt daher, einen Sklaven freikaufen, den Kaufpreis für ihn bezahlen. Brauchen wir das? Wir sind doch frei. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. So haben die Juden gesagt. Und das liegt uns doch auch nahe, oder? Brauchen wir Erlösung? Ja. Denn wir sind total verkauft, total unter die Sünde verkauft, sind Sklaven des Satans geworden. Und er hat Macht über uns, weil wir uns ihm ausgeliefert haben. Und jetzt hat Jesus in seiner Gnade den Kaufpreis bezahlt. Er hat uns völlig frei gekauft, hat das Lösegeld bezahlt für dich und mich. Und Petrus sagt uns, er hat uns erkauft nicht mit Silber oder Gold, sondern mit seinem teuren Blut. Wir sind erkauft mit dem Blut Jesu Christi, als des unschuldigen Lammes. Er hat sich hingegeben, uns erkauft mit seinem Blut. Ihr seid teuer erkauft, darum preiset Gott an eurem Leibe, dass wir ihn preisen, dass wir ihn ehren. Wir müssen nicht im Sumpf untergehen, wir müssen nicht in der Sünde verloren gehen, wir dürfen gerettet werden. In Jesus Christus sind wir erlöst, freigekauft, rechtmäßig freigekauft. Das ist das, was mich so froh macht. Jesus hat mich völlig freigekauft von der Macht Satans. Satan hat keinen Anspruch mehr an mich. Und wo sie die Erlösung angenommen haben, auch keinen Anspruch mehr an sie. Er hat seinen Anspruch verloren, weil Jesus uns erkauft hat und losgekauft und den Kaufpreis bezahlt. Er hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Das ist die Gnade, die in Jesus erschienen ist. Noch eines sagt uns Paulus, Jesus reinigt uns zu seinem Eigentum. Das Blut Jesu, mit dem er uns erkauft hat, hat die reinigende Kraft, uns rein zu waschen von aller Sünde. Und hat die reinigende Kraft, uns auch geschickt zu machen, dass wir ihm dienen, zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das liegt auch in der Gnade drin. Die Gnade will die guten Werke in uns wirken. Nicht wir müssen sie erringen und erschaffen. Jesus schenkt die Gnade dazu. Welch eine Gnade ist uns geschenkt. Aber jetzt sagt uns Paulus ein zweites in diesem Text. Ich stelle die Frage, was ist nun die Aufgabe der Gnade, die uns geschenkt ist? Ich sage es nochmal, sie hat uns erlöst. Jesus hat uns befreit. Jesus hat uns gereinigt. Und was will nun die Gnade in uns wirken? Und da lesen wir in unserem Text, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Die Gnade nimmt uns
in Zucht. Das hören wir nicht gern, oder? An was denken wir, wenn wir Zucht hören? Denken wir an Strafe, dass wir es heimgezahlt bekommen. Aber was will dieses Wort uns sagen? Will uns ganz einfach deutlich machen, die Gnade will uns erziehen. Wir können übersetzen vom Griechischen her, die Gnade erzieht uns. Die Gnade will unser Leben verändern. Die Gnade, wo wir es in unser Leben hineinnehmen, verändert sie uns. Sie kennen alle das Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und dann heißt meinem dritten Vers, Jesus, bei dir brauche ich so nicht bleiben, wie ich bin. Die Gnade erzieht uns, die Gnade verändert uns. Wenn wir Gotteskinder geworden sind durch die Gnade, dann will sie uns erziehen. Damit Kinder oder aus Kindern brauchbare Menschen werden, brauchen sie was? Brauchen sie Erziehung. Wer seinen Kindern keine Erziehung zukommen lässt, der erzieht sie nicht recht. Da werden sie keine brauchbaren Menschen. Und so muss Gott auch uns, die wir seine Kinder sind, erziehen. An uns wirken, Dinge in unserem Leben verändern. Die Gnade Gottes beinhaltet ja den Heiligen Geist und er ist der, der uns erziehen will. Ja, der uns hineingestalten will in das Bild Jesu Christi. Lassen wir uns diese Erziehung gefallen? Gehen wir darauf ein? Wenn wir das Neue Testament lesen, da sehen wir, wie Paulus und all die Schreiber des Neuen Testamentes diese Erziehung Gottes weitergeben, weitersagen, davon sprechen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, welchen der Herr lieb hat, den straft und züchtigt er. Da ist von Zucht die Rede. Dass wir doch die Erziehung Gottes an uns geschehen lassen. Erziehung ist die wunderbare Zuwendung Gottes zu uns. Sie ist nur Gnade, wie sie auch in unser Leben hineinkommt. Und jetzt, zu was will er uns erziehen? Sie erzieht zum Nein im Blick auf die Sünde. Paulus sagt, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Lüsten. Wenn wir Gotteskinder geworden sind, dann leben wir immer noch in dieser Welt. Und diese Welt ist das Herrschaftsgebiet des Teufels. In dieser Welt geht es ungöttlich zu. Aber dieses Ungöttliche ist auch in uns drin. Denn unser alter Adam will nicht das, was Gott will. Wenn die Gnade Gottes uns zu Gottes Kindern gemacht hat, dann hat sie das Werk erst begonnen. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir lesen in Vers 14, dass Jesus sich gegeben hat, damit das in unserem Leben geschehen kann. Das Werk der Gnade ist, uns zu reinigen, uns zu gestalten, dass wir ihm dienen. Das ungöttliche Leben zu verleugnen, Nein zu sagen. Oh, dass dieses Nein zur Sünde immer wieder in unserem Leben da ist. Dass wir nicht auf die Ansprüche dieser Welt des Feindes eingehen, sondern auf das, was er will. Da ist ein Liedvers mir immer wieder so wichtig dazu. Und da heißt es, wenn mich die böse Lust anficht, dann dank ich Gott, ich brauch ja nicht. Ich sprech zur Lust, zum Geiz, zum Neid, dafür hing ja mein Herr am Kreuz. Ich sehe darin dieses Nein zur Sünde,
dieses Nein zum ungöttlichen Wesen, dieses Nein zu den Verführungen. Auch wir sind den weltlichen Lüsten ausgesetzt. Es sind ja nicht nur die Augen- und Fleischeslust, die uns anficht. Das ist Habsucht, da ist der Geiz, da ist der Neid. Das sind alles weltliche Lüste, die auch in uns noch drinstecken und die in uns wirken, dass wir Nein sagen. Dazu erzieht uns die Gnade. Und der zweite, die Gnade erzieht uns zum Leben nach Gottes Wort. Paulus sagt, dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Besonnen zu leben, ist auch eine ganz wichtige Sache. Uns zu besinnen auf das, was das Wichtige ist. Uns zu besinnen auf Jesus Christus. Gerecht leben in dieser Welt, wie viel Ungerechtigkeit herrscht in dieser Welt, wo Menschen nach dem leben, wie es ihnen gefällt. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben an Jesus Christus, sind gerecht vor Gott. Aber das heißt, dass wir auch gerecht leben in dieser Welt, dass wir als seine Kinder Gerechtigkeit üben in unserem Alltag. Manche Eltern programmieren den Streit ihrer Kinder nach ihrem Tod vor. Wenn sie das Erbe nicht gerecht, sondern nach Willkür verteilen. Und wie viele sagen und klagen ihre Eltern an, ja, den anderen haben sie mehr gegeben, weil sie auch in Stundgange sind und ich bin leer ausgegangen oder habe weniger bekommen. Wie viel Ungerechtigkeit? Gottes Gnade will uns zur Gerechtigkeit erziehen, dass wir gerecht handeln in dieser Welt. Fromm leben ist so ein Begriff, der veraltet ist. Das heißt doch, dass wir leben, um Gott zu gefallen. Wir so leben, wie er es will. Und jetzt noch das Letzte, was die Gnade bewirken will. Die Gnade erzieht uns zum Warten auf Jesus. Da lesen wir in Vers 13, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Mir ist diese Aussage ganz besonders wichtig. Wir haben eine wunderbare Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holen wird, sie herausholen wird aus aller Bedrängnis. Und er sagt, siehe, ich komme bald, ich komme rechtzeitig, ich komme nicht zu spät. Darf der Heilige Geist diese Hoffnung wieder ganz neu uns vor Augen stellen? Diese Hoffnung wieder ganz neu in uns erwecken und brennend machen? Oder sind wir ganz beschäftigt mit anderen Themen, dass uns die Wiederkunft Jesu wieder ganz neu groß wird. Er wird kommen, um seine Gemeinde zu holen. Er wird kommen, um sein Reich auf dieser Welt aufzurichten. Jesus kommt wieder. Brennt uns das auf dem Herzen? Ist das die Sehnsucht, die auch in uns ist? Und so frage ich einfach, auf Jesus warten, wie ist das bei uns? Wir sind doch noch ganz gern in dieser Welt, oder? Es geht uns ja so gut. Wir können uns bis jetzt noch alles leisten. Warten wir da auf Jesus? Ach, dass dieses Warten in unseren Herzen da sein möchte. Durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist bewegt. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt die Erfüllung, dann kommt die Herrlichkeit. Wenn wir bei ihm sein werden,
das wird viel mehr sein, als was wir jetzt in dieser Zeit haben. Die Gnade, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist da in Jesus Christus. Und wir sehen in Jesus, was die Gnade heißt. Er hat sich für uns dahin gegeben. Er hat uns erlöst mit seinem teuren Blut. Und er reinigt uns. Die Gnade wirkt auch an uns, dass wir geschickt sind zu allem guten Werk. Die Gnade will uns aber auch erziehen, dass wir der Gnade Raum geben, der Erziehung Raum geben. Ja sagen, auch wenn die Gnade Dinge in unserem Leben aufdeckt und den Finger drauflegt und es vielleicht wehtut. Ja sagen zu dieser Erziehung der Gnade. Amen. Ich bete mit uns. Wir erheben uns, wer kann. Herr, deine Gnade ist wunderbar. Deine Gnade ist so groß. Wir können nur staunen. Wir können nur anbeten, was du für uns getan hast, was du uns alles anbietest. Und wir danken dir, wo wir deine Gnade annehmen durften. Wir danken dir, wo sie aus uns Gottes Kind gemacht hat. Herr, dass wir nun Gottes Kinder sind, dass wir befreit sind von aller Macht der Sünde. Und Herr, dass Satan kein Anrecht mehr an uns hat. Darüber preisen wir dich und beten dich an. Aber Herr, hilf uns auch, dass wir der Gnade Raum geben, dass sie das Werk der Veränderung an uns tun kann. Ja, Herr, dass wir Nein sagen zu allen Lüsten und Begierden des Fleisches, zu diesen weltlichen Lüsten, Herr, und dass wir Ja sagen zu deinem Weg. Und bitte, gib, dass wir Ausschau halten nach dir, unsere Hoffnung ganz auf dich setzen. Und Herr, wir danken dir, du kommst wieder, mach uns bereit, dich dann zu empfangen. Dein Wort sagt, dass du, wenn du kommst, denen erscheinen wirst, die auf dich warten. Und dazu wollen wir gehören. Amen.